Herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um den siebten Teil Pilze als Kunstwerk, der siebte große und letzte Teil Pilze als Kunstwerk. Das ist heute das Thema. Ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Die Abruf- und Zugriffszahlen, die sind doch etwas in den Keller gegangen. Woran hat es gelegen? Naja, vielleicht interessiert das Thema nicht alle. Pilze als Kunstwerk zu fotografieren ist schon etwas anspruchsvoll und erfordert auch etwas Konzentration und setzt auch ein gewisses generelles Interesse an Pilzen voraus. Aber wir haben auch den Report optimiert. Ich habe die Stimmlautstärke verbessert und ich habe dann auch einige Fotos nochmal extra aufbereitet, damit das für das Video optimiert ist und Sie nicht nur das Umblättern der Buchseiten sehen müssen. Also Bilder werden auch extra eingeblendet und ich hoffe, dass es dann noch etwas komfortabler für Sie ist, das zu verfolgen, und hoffe, dass es Ihnen auch gefällt. Ja, heute haben wir sehr viel vor. Das letzte Kapitel ist auch das größte und umfassendste Kapitel. Rund eine Stunde und 20 Minuten, 30 Minuten, kommt auch auf die Zwischenmoderationslänge noch an. Ungefähr anderthalb Stunden wird das Video dauern. Das heißt, ich habe mir viel vorgenommen. Neun Kapitel sind zu bewältigen plus ein Technikkapitel, und mit dem starten wir. Das ist ein kurzes Kapitel. Das geht um die Belichtung zu optimieren. Da geht es um, ja, um ein Abwägen und Auswägen der Belichtung generell. Der Pilz sollte am besten immer ein bisschen mehr Helligkeit als das Umfeld abbekommen. Und das kriegen Sie nicht immer mit fotografischen Mitteln vor Ort so direkt hin, um das nachträglich noch zu optimieren. Da können Sie den Pilz freistellen und Pilz und Hintergrund separat optimieren. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen hier in diesem Kapitel, die Belichtung austarieren. Die Helligkeit austarieren. Hauptmotiv, Vorder- und Hintergrund sollten von den Helligkeiten ausbalanciert werden. Mehr Licht im Umfeld betont die Räumlichkeit, wünschenswert ist tendenziell jedoch eine leichte Betonung auf dem Pilzmotiv, um es im Bild nach vorne zu holen. Das lässt sich vor Ort mit Fotolicht bzw. Reflektoren ändern, aber auch mit Photoshop optimieren, wie nachfolgend gezeigt. Stellen Sie den Pilz via Zauberstab frei, Taste W, und heben ihn auf eine neue Ebene, Steuerung J. Fügen Sie unterhalb der Ebene mit dem Fliegenpilz eine Korrekturebene Farbton Sättigung ein und ziehen den Regler Helligkeit nach unten, nur das Umfeld dunkelt dabei ab. Fügen Sie oberhalb der Fliegenpilzebene eine Tonwerkkorrektur hinzu und ziehen den rechten Anfasser etwas Richtung Mitte. Aktivieren Sie die Schaltfläche Schnittmaske, so dass nur der Fliegenpilz heller wird. Testacea mycophaga. Haben Sie diesen Namen schon mal gehört? Das ist eine kleine Pilzfliege, die man zum Beispiel oft an Buchenschleimrüblingen finden kann, aber auch an anderen Pilzmotiven. Oder haben Sie schon mal eine rote Samtmilbe oder ja eine andere Milbe entdeckt mit kleinen Steinchen auf dem Panzer hinten drauf? So eine Hornmilbe. Die sehen Sie mit bloßem Auge nicht, aber mit sehr hohen Vergrößerungen können Sie solche kleinen Tierchen und ihre tierischen, ja, Pilze und ihre tierischen Begleiter, können Sie mit sehr hohen Vergrößerungen sehr schön nachvollziehen und entdecken. Und das ist das nächste Kapitel, Pilze und ihre tierischen Begleiter. Pilze und ihre tierischen Begleiter. Die Fliege Testacea mycophaga nascht hier von dem Pilz. Sie hat keinen deutschen Namen. Übersetzt aus dem Lateinischen hieße sie ziegelroter Pilzfresser. Sie gehört zur Gattung der Blumenfliegen. Man findet sie oft auf den Buchenschleimrüblingen.
Die Aufnahme von Stefan wurde mit einer Lumix GH5 und dem Leica 45 2,8 Makro realisiert. Es handelt sich um einen Stack, aufgenommen mit der Post-Focus-Funktion. Eine 250. Sekunde F4 80er Stack. Testacea mycophaga. Rechts sondert einen Verdauungstropfen ab. Sie wird diesen auf dem Gamm liegenden Buchenschleimrüppling absetzen und dann mitsamt den gelösten Nährstoffen wieder einsaugen. Die Fliegen legen auch ihre Eier auf den Buchenschleimrüppling ab. Oben im Bild kriecht eine kleine Fliegenlarve an der Hutkante eines Buchenschleimrüpplings entlang. Ob sie zu Testacea mycophaga gehört, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Besonders viele Dipteren, Zweiflügler, ernähren sich von den Pilzen. Dazu gehört eine ganze Familie von Mücken, die den dazu passenden Namen Pilzmücken trägt. Ihre Larven versauen dem Pilzsucher oft den Fund. Die Pilze sind dann von innen mit den Gängen und den Maden durchzogen. Die recht wuseligen und aktiven Fliegen auf den Buchenschleimrüblingen zu fotografieren ist oft ein Geduldsspiel, besonders wenn die Fliege lange genug für einen Stack stillsitzen soll. Der sich zersetzende Buchenschleimrübling lockt einige Fliegen an. Als Motiv ist er nicht mehr zu gebrauchen, um die Fliege detailliert zu fotografieren allemal. Solche Beziehungen zwischen Pilzen und Insekten dokumentiere ich gerne. Die machen das Thema doppelt interessant. Auf dem violetten Lacktrichterling ruht eine Baumwanze und wartet auf das Ende des Regenschauers. Nieselregen erzeugt ein fantastisch diffuses, sanftes Licht für Pilzfotografen. Pilze und Tiere stehen in einem vielseitigen Beziehungsgeflecht zueinander. Besonders viele Gliedertiere wie Insekten, Spinnentiere oder Bandfüßer findet man eigentlich immer im Umfeld von Pilzen. Die Baumwanze und die gelbe Dunkfliege links haben mit dem Pilz nichts im Sinn, außer dass sie ihn als Ansitz nutzen. Für den Fotografen ist das natürlich ein Glücksmoment. Die Stinkmorche rechts steht in einer ganz konkreten Beziehung zu den Fliegen. Sie lockt diese mit einem unangenehmen Aasgeruch an. Die Fliegen fressen die Sporenmasse auf dem Hut und scheiden die Sporen aber unverdaut wieder aus. Auf diese Weise erledigen sie die Verbreitung der Sporen für den Pilz. Auf den ersten Blick ist eine ganze Sammlung von Fliegenarten auf dem Pilz zu sehen. Die grauen Fleischfliegen, Goldfliegen, Dunkfliegen und noch einige andere kleine Arten. Die gelbe Dunkfliege ist ein Ansitzjäger. Sie fängt andere kleine Insekten in der Luft. Hier hat sie sich einen Pilz als Ausguck ausgesucht. Der braune Kugelspringer frisst sich hier an einigen geselligen Borstlingen satt. Solche winzigen Motive gibt es bei den Pilzen reichlich zu finden. Man muss den Abbildungsmaßstab von 1:1 deutlich hinter sich lassen, um sie zu fotografieren. Hier helfen starke Raynox-Nahlinsen wie die MSN 202 weiter. Ein Stack ist eigentlich unumgänglich. Der kleine Kugelspringer war leider nur nicht sehr geduldig. Das Bild ist ein manueller Stack mit Hilfe eines Makroschlittens, Traumflieger Superstacker und eines Fernauslösers aufgenommen. Milben gehören zu den ständigen Begleitern der Pilze. Die rote Samtmilbe oben ist ein Räuber. Sie macht Jagd auf andere Kleintiere oder deren Gelege. Eine andere Milbe sieht man häufiger an den Pilzen. Besonders Becherlinge scheint sie gerne zu fressen. Die Hornmilbe, Bild rechts, trägt oft eine Menge Sand und Pflanzenteile mit sich herum. Die Milben sind noch lange nicht umfassend taxonomisch erfasst. Sie spielen im Waldboden bei der Zersetzung des Detritus und der Verbreitung von Pilzsporen eine wichtige Rolle, ebenso wie der kleine Springschwanz, der sich unter dem Orangebecherling versteckt. Auf diesem Laubholzharzporling hat sich eine Pilzmücke niedergelassen. Leider hat sie permanent mit den Beinen gerudert, sodass ein Stack nicht möglich war. Typisch für die Pilzmücken sind die knotigen, gefiederten Antennen. Die Pilzmücken legen ihre Eier
an dem Pilz ab. Die Larven fressen sich im Inneren durch den Pilz. Der Pilz sondert Gutationstropfen ab, die für Pilzmücken oft eine gefährliche Falle darstellen. Die klebrige Flüssigkeit wird ihnen zum Verhängnis, wenn sie die Tropfen berühren. Auf diesem Weichporling ist ein Gutationstropfen der Pilzmücke zum Verhängnis geworden. In dem Tropfen sind die Eier der Mücke zu sehen. Auch diese Detailaufnahme wäre ohne Zwischenringe oder Nahlinsen nicht zustande gekommen. Das Motiv ist nur ca. 5 mm groß. Für Fotografen, die sich an solch winzigen Motiven erfreuen, lohnt es sich, nach Baumpilzen mit Tropfen Ausschau zu halten. Die Beziehung zwischen Insekten und Pilzen lässt sich dort oft hervorragend dokumentieren und beobachten. Einer der schönsten Pilze im Wald ist für mich der Buchenschleimrübling. Das erschließt sich nicht unmittelbar, es sei denn, sie kriechen sehr tief runter auf den Boden zum Beispiel und gucken unter seine Kappen, und wenn sie das noch durchleuchten, zum Beispiel mit einer LED-Lampe, oder sie haben das Glück, dass Sonnenlicht drauf fällt, dann erschließt sich ein fantastischer Blick. Und ich habe auch schon Buchenschleimrüblinge mal probiert, die sind durchaus essbar. Ja, fand ich sehr angenehm, muss ich sagen. Habe ich nur mit Butter in der Pfanne gebraten und ja, wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe sie ja seit Jahren immer wieder fotografiert und sie haben mich immer wieder begeistert. Aber ich habe sie auch probiert und fand sie ganz lecker, muss ich sagen. Aber hier geht es um das Fotografische und hier geht es um die Buchenschleimrüblinge. Betörende Schönheiten. Buchenschleimrüblinge. Hier bin ich 5 Meter hoch hinauf auf den leider schon morschen Buchenstamm geklettert, um den schwer erreichbaren Buchenschleimrüblingen möglichst nahe zu kommen. Pfui, die sind schleimig und wachsen auf modrigen Buchen. Nichts da. Ein Blick unter die lichtgefluteten Kappen offenbart den Himmel auf Erden. Buchenschleimrüblinge gehören zum Schönsten, was unsere Wälder je hervorgebracht haben. Mein Erklimmen der alten Buche bei frühmorgendlicher Sonne wird mit dem linken Bild von frischen Buchenschleimrüblingen belohnt. Wir sind zu Besuch bei Burkhard Wiesekahl in seinen Heimwäldern im niedersächsischen Wendland. Dort sind die Buchenschleimer nicht nur hoch oben an allmählich absterbenden Buchenveteranen zu finden, sondern auch an teils mächtigen Stämmen von gefallenen Riesen. Stellenweise so viele, dass wir einen von ihnen als Wunderbuche 500 betiteln. Schätzungsweise 500 frische, durchaus essbare Buchenschleimrüblinge laden uns zum fotografischen Fest. Erster Blick von unten durch die Kappen offenbart ihre volle Pracht. Auch seitlich machen sie schon viel her. Vor allem, wenn sie eine glockenartige Kappe ausgebildet haben. Fehlt es an der natürlichen Sonne, dann helfen wir via LED-Taschenlampe nach. Tatsächlich fotografieren wir an besagter Buche einen ganzen Tag lang von morgens, bis das Licht nicht mehr reicht, mit voller Begeisterung. Ein Jahr später ist die Pracht noch immer in vollem Gange. Und auch Olaf ist mit von der Partie. Doch dann fehlen dem Rotbuchenveteran zunehmend die Nährstoffe und die Zahl der Fruchtkörper sinkt in den Folgejahren ab. Der Silberrücken dürfte über den Pilzbesatz nicht glücklich sein, egal ob Zunderschwamm oder Buchenschleimrübling. Beide parasitieren auch lebende Buchen. Eine wunderschön gewachsene Buchenschleimrüblingsgruppe entdecken wir 2011 im Wendland, die hoch genug angesiedelt ist und somit freiwillig unter Kappenperspektiven erlaubt. Große, mit Pilz wie den Buchenschleimrüblingen besetzte Baumriesen am Boden sind eigentlich ein ideales Revier für den Pilzfotografen. Zumindest solange wie die Pilze in angenehmer Position gewachsen sind. Doch die Schwierigkeiten beginnen, wenn man eine Unterkappenperspektive einnehmen will. Dann muss man
Einerseits das Stativ zwischen Pilz und Boden bringen und dann kann der Platz knapp werden. Hat man kein Schwenkdisplay, dann ist die Bildkontrolle erheblich erschwert. Ein Ausweg kann ein mobiler Feldmonitor bzw. auch eine noch komfortablere Steuerung per Smartgerät sein. Letztere ermöglicht auch Parametereingriffe, ohne dass man an jetzt teils schwer erreichbare Bedienbuttons direkt an der Kamera heran muss. Problematisch kann bei solch steilen Unterkappenperspektiven auch fehlendes Licht werden. Bei den aufgeschirmten und dann lichtdurchlässigen hellen Buckenschleimrüblingen kommt zwar regelmäßig genügend Licht durch die Kappen, sodass die Lamellenstruktur erkennbar ist, aber ihre Schönheit offenbaren sie eigentlich erst, wenn direktes Licht seitlich oder von oben hereinfällt. Fehlt es an natürlichem Licht, kann man sich mit einer LED-Taschenlampe am besten mit hohem CRI-Wert weiterhelfen. Der angenehme Nebeneffekt ist dabei ein Abdunkeln des Umfeldes, wenn man die Belichtungsmessung auf die angeleuchtete Pilzkappe ausrichtet. Ansonsten wird man bei steilen Unterkappenperspektiven mit Blick nach oben viel vom Himmel erfassen und er sieht schnell rein weiß und dann nicht besonders attraktiv aus. Zwar kann man sich generell HDR-Techniken mit Reihenbelichtung bedienen, aber bei hellem Umfeld bekommt man so nicht immer alle Nebenwirkungen wie kontrastabsenkendes Streulicht in den Griff. In meiner Praxis kombiniere ich manchmal Reihenbelichtung und LED-Licht, um später die Belichtung am Computer optimieren zu können. Anforderungen stellen die Buchenschleimrüblinge durch ihre glänzenden und schleimigen Kappen. Die zu Überstrahlung neigen. Hier sollte man bei direktem Lichteinfall gegebenenfalls abschatten. Der Schleim lässt sich auch schön in Szene setzen, wenn er gerade abtropft. Hier muss man den richtigen Zeitpunkt abpassen, denn er hängt am Kappenrand nicht ewig und zu früh ist er noch nicht weit genug entwickelt. Buchenschleimrüblinge findet man ansonsten in allen Mischwäldern. Sie lieben es feucht, daher stehen besonders gute Chancen um Waldteiche herum oder am Rande von Bachläufen, wo man Ausschau nach größeren abgestorbenen Aststücken halten und hier auf leuchtend helle Kappen achten soll. Neben klassischer Ausrüstung mit Normal- und Makroobjektiv kann sich auch ein längeres Teleobjektiv empfehlen. Noch stehende Baumveteranen sind manchmal schon von ihnen besetzt und dann drohen sie oft weit oben, sodass teils 10 Meter und mehr überbrückt werden wollen. Hier war ich schon mehrmals froh, ein 100 bis 400 mm Teleobjektiv im Zugriff zu haben. Experimentiert haben wir auch mit einem Hochmast, wo die Kamera dann abgestützt durch ein Mini-Stativ direkt am Stamm in Position gebracht werden konnte. Der Aufwand rechtfertigt sich wohl nur im Ausnahmefall. Steht eine genügende Auswahl an Buchenschleimrüblingen bereit, dann sollte man sich lieber auf zugängliche Exemplare konzentrieren. Hoch oben am Baum kann man zudem selten eine meist wünschenswerte Freistellung der Kappen vor dem Hintergrund erzielen. Hier habe ich eine Mondscheinstimmung bei Dunkelheit mit LED-Lampe gleich Mond bei Buchenschleimrüblingen erzeugt. Auch die noch nicht aufgeschirmten jungen Buchenschleimrüblinge lohnen, sie fotografisch festzuhalten. Pilze im Winter zu fotografieren, ja, das kommt dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, aber Winterpilze sind gar nicht so selten. Ich habe zum Beispiel auch Fliegenpilze schon entdeckt, Anfang November eingeschneit im ersten Winterschnee. Noch vor dem Winter hat es schon geschneit und da sind sie eingeschneit. Das war natürlich toll, sie mal eingeschneit zu fotografieren. Aber es gibt auch typische Winterpilze wie Austernseitlinge, die lassen sich auch sehr schön fotografieren. Oder Samtfußrüblinge ist ein klassischer, typischer Winterpilz. Der sieht auch fantastisch aus, so ähnlich wie der Buchenschleimrübling, nur auf eine etwas andere Art und Weise, aber nicht minder fantastisch, auch von oben zu durchleuchten. Also, hier geht's jetzt um Winterpilze. Gibt's tatsächlich Winterpilze?
Sind sie nur ein Wintermärchen oder gibt es tatsächlich Pilze in der kalten Jahreszeit? Pilze im Schnee, bei Frost und Kälte sind gar nicht so selten und nicht nur bildhübsche Arten, sondern auch Wetterphänomene erwarten den Pilzfotografen. Vom Schnee erwischt wurden die beiden Fliegenpilze Anfang November 2016 in Hamburg. Lumis GX8 Leica 25 f1,4 f2,8 eine 20. Sekunde ISO 232er Stack App G Simple Release. Hier nehme ich den Fliegenpilz im Schnee mit Flächenleuchte und Hilfe von Tablet App G Simple Release für das Fokus Stacking und einer Lumis GX8 mit 25mm f1,4 Leica auf. Nachdem ich in den öffentlichen Grünanlagen meiner Wohnsiedlung im Westen Hamburgs schon im Herbst wunderschöne und teils in Großgruppen anzutreffende Fliegenpilze ablichte, ist es fast nur eine Frage der Zeit, wann sie sich mit Schneehäubchen zeigen werden. In der ersten Novemberwoche 2016 ist es dann soweit und zusammen mit Olaf und unserem nicht nur für Doku-Zwecke einsatzbereiten Fotografen Martin Thomas ziehen wir los. Mächtig ausgerichtet mit mehreren Stativen, auch als Halterung für Smartgeräte und LED-Lampen. Manchmal nützt allerdings auch die größte Technik Schlacht wenig, wenn das Motiv trotzdem nicht gelingen will. Einfach, weil das gewisse Element vielleicht etwas ungeplant Kreatives fehlt. Diesmal ist uns das Glück hold und ein auf der vorhergehenden Doppelseite gezeigtes Fliegenpilz-Duo gelingt auch dank der Idee, hinter die Schneerampe noch eine LED-Lampe zu platzieren. Siehe auch oben das Makro-Making-of. Zugegeben, Fliegenpilze sind nicht gerade ein typischer Winterpilz. Mit viel Glück kann man zwar noch zum Winteranfang letzte Exemplare erspähen, die sind dann aber kaum mehr frisch. Typischer für die kalte Winterzeit sind etwa die oben gezeigten Austernseitlinge, die in freier Natur im Gegensatz zu den kultivierten und im Handel angebotenen einen Kälteschock benötigen, um auszutreiben und häufig erst ab Mitte November zu finden sind. Kommt man nah genug am Stamm heran, lohnt es, die untersten via Weitwinkel zu erfassen und den Wuchs hinauf zu dokumentieren. Die Lamellen sind äußerst elegant und sollten noch via Flächenleuchte oder Reflektor aufgehellt werden. Gerne sitzen in ihrer Nähe auch Muschelseitlinge im Holz. Die kulinarisch ungenießbaren, ansonsten bis aufs Frühjahr das ganze Jahr über anzutreffenden Winterporlinge sitzen ebenfalls auf Holz und sind oft auf Zweigen bzw. Aststückchen am Boden zu finden. Im Gegensatz zu den üblichen Porlingen, wie etwa den Zunderschwämmen, bilden sie einen Stiel aus und wirken wie ein klassischer Pilz. Attraktiv macht ihn seine ausgeprägte, den Stielansatz noch herablaufende Porkenstruktur, so dass ein Blick unter seine Kappen zum Pflichtprogramm des Pilzfotografen gehören sollte. Am besten also das Aststückchen so platzieren, dass eine Unterkappenansicht möglich wird. Im Winter, aber auch das ganze Jahr über, findet man Trameten ebenfalls an meist am Boden liegenden Holzstämmen. Es lohnt hier näher heran hinzuschauen, denn ab und zu sind wirklich hübsche Exemplare von den überall häufigen Schmetterlingstrameten zu entdecken. Fotografisch empfehlen sich hier die Oberseite, die farblich sehr variabel sein können. Sehr viel lässt sich nicht gestalten, da man sich den Hintergrund nur schwer aussuchen kann und Unterkappenperspektiven wenig sinnvoll erscheinen. Am besten, man konzentriert sich auf die eigene Formsprache des Pilzes und setzt ein weiches Auferlicht oder schattet die Pilze bei Sonnenschein ab. Schön weiches Auferlicht und ausnahmsweise auch einmal eine mittige Komposition lässt die manchmal symmetrisch gewachsenen Trameten zur Geltung kommen. Farben und Form der Schmetterlingstrameten können begeistern, wenn sie solch ausgeprägte Exemplare entdecken. Wenn sie schon dabei sind, Stämme und Aststückchen zu untersuchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch im Winter dort oft an Unterseiten die kleinen Stummelfüßchen zu entdecken. Für solche Mini-Pilze, siehe auch das Kapitel Mini-Pilze, nutze ich gerne ein Extra-Stativ mit Klemmhalterung. Traumflieger Taschenlampenhalterung Pro 1, wo sich bis zu 5 cm dicke Aststücke gut einspannen lassen.
Jetzt kann ich am Mini-Kugelkopf den Ast genauso in Position drehen, dass ich am besten mit einem Makroobjektiv die Holzbewohner optimal einfangen lassen. Bevorzugt dann via Schärfenreihe. Hier lohnt auch ein Versuch, sie von hinten via LED-Taschenlampe zu durchleuchten. Von hinten dezent durchleuchtete Stummelfüßchen. Olympus OMD EM1 Mark II, M-Zuiko 60 2,8 Makro, eine 8 Sekunde, F5,6 ISO 420er Stack LED Lampe Ace Beam EC65 nicht hier. Einen typischen Winterpilz dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, Samtfußrüblinge. Der auch kultivierbare Minipilz wächst büschelig und teils in größeren Gruppen auf Laubholz und wartet als Wuchsstartgeber gerne auf erste Fröste. Er gilt als ausgezeichneter Speisepilz, wobei der pelzige Stiel allerdings höchstens für Pilzpulver taugt. Man kann damit auch 4 bis 12 Wochen gelagerte Laubholz-Holzscheite impfen und im Handel erhältliche Impfdübel einbohren. Im Winter halten Olaf und ich oft ausgedehnte Pilzfotosessions in einem Elbau-Wäldchen bei Wedel in Schleswig-Holstein ab, wo unsere Kameras garantiertes Futter finden. Samtfußrüblinge sind unglaublich vielgestaltig und fotografisch entsprechend reichhaltig. Vor allem in der kalten Jahreszeit lassen sich viele Wetterphänomene fotografisch nutzen, sei es trocken, feucht, gefrostet oder eingeschneit. Frisch eingeschneite Samtfußrüblinge aus einem Pappelauwäldchen bei Wedel. Samtig trocken, weiches Frontallicht vorteilhaft. Gefrostete Kappen, Gegenlicht verstärkt Glitzern, Vorsicht vor Überstrahlung. Feuchte Kappen werden schnell flächig zeichnungslos, daher abschatten, wenn keine Bäume das besorgen. Gefrorene Gruppen im Dämmerlicht weiches Licht von allen Seiten spendieren. Abtropfende Kappen geduldig auf den richtigen Moment warten und dann schnell reagieren. Frost im Umfeld einbeziehen und mit Mini-Samtis eine Miniaturlandschaft kreieren. Ja, Olaf hat sich der Tropfenfotografie gewidmet und ja, zeigt einige fantastische Aufnahmen, unter anderem auch mit kleinen Gallwespen, zum Beispiel in Gutationstropfen. Die Gutationstropfen, das ist ja so das Schwitzwasser, was die Pilze ausschwitzen. Das kann sehr farbig werden. Und da zeigt ihn Olaf, dass er sich zum Beispiel auch selbst als Selbstporträt in diesen Gutationstropfen spiegelt. Und ja, was sie mit solchen Tropfenfotos anstellen können, an welchen Pilzen sie zu finden sind, das zeigt ihn Olaf hier in seinem Kapitel über die Tropfenfotografie. Geheimnisvolle Tropfenwelten. Gutationstropfen an einem nicht näher bestimmten Weichporling. Eine kleine Gallwespe hat sich in einem der Tropfen verfangen. In der Mitte befindet sich ein Pflanzensamen im Tropfen. Die Aufnahme ist ein Stack aus 30 Bildern aufgenommen mit einer Sony A300 Minolta 70-210 F4 F11 plus Rennox CCR 150. Die Szene wurde vollständig abgeschattet, um den hohen Kontrast unter und oberhalb des Pilzes in den Griff zu bekommen. Pilze und Tropfen bilden oft eine faszinierende Motivkombination. Manche Pilze sondern die Tropfen selber ab. Man nennt sie Gutationstropfen. Sie gehen auf Stoffwechselvorgänge im Pilz zurück und sind noch nicht vollständig erforscht. Pilze sind auch für viele Insekten sehr anziehend. Viele Mücken und Fliegen legen ihre Eier am Pilz ab. Die Larven ernähren sich von dem Pilz. Die Larven locken zudem Schlupfwespen an, deren Larven sich wiederum von den Pilzmückenlarven ernähren. Ab und zu geraten kleine Insekten in einen Gutationstropfen. Sie berühren den Tropfen, bleiben daran hängen und können die Oberflächenspannung nicht aus eigener Kraft überwinden.
Bei dem Versuch, sich zu befreien, geraten sie vollständig in den Tropfen. Solche Motive gelingen am besten als Stack. Man kann die oft winzigen Insekten so in hohem Abbildungsmaßstab realisieren. Equipment für Tropfenfotos: eine Panasonic Lumix GH5, Panasonic 45 bis 175 Telezoom Reynox CCR250, Stativ in Umkehrstellung, Langschiene und Dualklemme. Hier bei der Aufnahme von Gutationstropfen auf einem weißen Polsterpilz. Auch in diesen Gutationstropfen hat sich ein Insekt verfangen. Die Wespenteile und die segmentierten Fühler sprechen für eine Wespe. Aber welche? Es gibt so viele Schlupf- und Gallwespen im Wald. Hier wäre ich nicht schlüssig. Die Baumpilze ziehen die oft parasitären oder räuberischen Wespen an, weil sich dort auch Beute in Form von Pilzmückenlarven oder ähnlichem findet. Die klebrigen Tropfen werden für die Wespe dann zur unüberwindbaren Falle. Die Gutationstropfen an diesen Pilzen können auch für Selbstbildnisse benutzt werden. Insbesondere bei farbigen Gutationstropfen tritt die Spiegelung auf den Tropfen zuweilen stärker hervor. Ist der Fotograf ausreichend hell ausgeleuchtet, wird er im Tropfen oft sichtbar. So kann man mit viel Geduld ein Selfie im Tropfen fotografieren. Bei dem Pilz handelt es sich um einen Laubholzharzpolling, der besonders schöne farbige Tropfen absondert. Ein Tropfen hat verschiedene optische Effekte. Er fungiert als Umkehrlinse, der die Welt hinter dem Tropfenkopf über abbildet. Er kann auch als Lupe wirken oder als Spiegel. In dem Tropfen oben treten zwei Effekte hervor. Der erste ist die Spiegelung mit dem Fotografen. Sie wird aber nicht nur einmal im Tropfen abgebildet. Schauen Sie genau hin, finden Sie den Fotografen dreimal. Zweimal kopfüber. Diese Spiegelung kommt von der Rückseite des Tropfens und wird vom Umkehrlinseneffekt umgedreht. Im Tropfen ist außerdem eine Larve gefangen. Im kleinen Erlenkätzchen-Becherling hat sich ein Tropfen verfangen. Diese nur wenige Millimeter winzigen Becherlinge wachsen nur im Winter auf den Blüten der Erlen vom Vorjahr. Ich nutze den Tropfen hier für eine Scherenschnitttechnik. Gegen die Spiegelung des hellen Himmels erscheine ich als Silhouette im Tropfen. Da es sich um einen manuellen Stack aus 35 Aufnahmen handelt und ich nicht so lange stillhalten konnte, ist die Reflexion in der Verrechnung mit Helikon Focus gezielt eine Aufnahme entnommen. Abschatten ist ein wichtiges Mittel zur Lichtgestaltung. Baumpilze sind oft ein schwieriges Fotomotiv. Obendrauf geraten sie zu hell, die Poren verschwinden im Schatten. Hier hilft Abschatten, besonders auch bei glänzenden, nassen Oberflächen. Bei dieser Ochsenzunge, Leberreischling, wäre die rote Farbe der Oberseite von deutlich mehr Reflexion überlagert worden, hätte ich nicht meinen Hut genutzt, um sie gegen den Himmel abzuschatten. Die schleimigen roten Tropfen zeigen so mehr von ihrer ungewöhnlichen Farbe. Einen geweihförmigen, holzkeulenhaften Tropfen besonders gut. Ob Nieselregen, Morgentau oder Wasser aus der Sprühflasche, dieser Pilz ist prädestiniert für Tropfenfotos. Links erkennt man schön den Effekt der Umkehrlinse. Im Tropfen wird der Wald hinter dem Pilz abgebildet, allerdings auf dem Kopf stehend. Beide Aufnahmen sind als Stack mit einem Teleobjektiv und einer Raynox-Nahlinse aufgenommen. Batamia utricularis, das ist einer der Pilze, der sogenannten Pilze, die es im nächsten Kapitel zu entdecken gilt. Das hat Olaf auch wieder aufbereitet. Es geht nämlich um Schleimpilze. Schleimpilze sind keine Pilze im eigentlichen Sinne, sondern bilden eine eigene Untereinheit, eine eigene Unterart. Schleimpilze, Myxomyceten, da gibt es 1000 verschiedene Arten, die ja sie zu entdecken aufgefordert sind und eingeladen werden. Schleimpilze, da gibt es den Stemonitis, das ist das Fadenstäubchen, der hat sogar einen deutschen Namen, den habe ich auch schon ab und zu mal angetroffen.
und einige andere habe ich auch entdecken können. Aber Olaf hat sich darauf spezialisiert und tauchen Sie mit ihm ein in die Welt, in die faszinierende Welt der Schleimpilze. Schleimpilze, die Verwandlungskünstler. Fruchtkörper eines Fadenstäubchens. Noch in der Entwicklung befindlich, nur wenige Stunden bleibt der Schleimpilz ein attraktives Motiv. Nach 24 Stunden ist der Schleimpilz von der vorhergehenden Seite kaum wiederzuerkennen. Die Farbe hat sich von hellgelb in rotbraun verwandelt. Die Form ist zu einem Kegel geworden. Der Fruchtkörper ist jetzt beinahe ausgereift. In den nächsten Tagen zerfällt er zu staubigen Sporenpulver. Schleimpilze, Myxomyceten. Schleimpilze, in der Fachwelt eher Myxomyceten genannt, sind eigentlich keine Pilze. Es sind amöbiante, vielkernige Lebewesen ohne Zellwände, die meist im Verborgenen leben. In diesem Zustand werden sie Plasmodium genannt. Sie können sich aktiv bewegen, wenn auch sehr langsam. Nur um ihren geschlechtlichen Vermehrungszyklus zu betreiben, bilden sie Fruchtkörper aus, von denen einige eine klare Ähnlichkeit mit Pilzen haben, auch wenn sie oft sehr klein sind. Ihre falsche Namensgebung rührt daher, dass den Naturwissenschaftlern, die sie im 17. Jahrhundert beschrieben haben, moderne Methoden der Genetik und Mikroskopie nicht zur Verfügung standen. Die vielen homologen Erscheinungsformen der Sporenkapseln zu den echten Pilzen und des Plasmodiums zu amöbianten Einzellern haben den Schleimpilzen ihren Namen eingebracht. Schon im 18. Jahrhundert reifte aber die Erkenntnis, dass sie von den Pilzen zu unterscheiden sind. Sie besiedeln aber oft denselben Lebensraum wie die Pilze. Viele Arten finden sich im und am Totholz und viele Arten ernähren sich auch von Pilzen. Besonders die Begegnung von Schleimpilz und Pilz ist für den Naturinteressierten ein spannendes Motiv. Aber auch die farblosen Sporenkapseln üben einige Faszinationen aus. Besonders spannend ist es, die oft stündlichen Veränderungen zu beobachten und zu dokumentieren. Um sie zu finden und zu fotografieren, ist oft ein höherer Aufwand nötig. Die winzigen Sporenkapseln sind nicht selten kleiner als ein Millimeter. Da bieten sich Hilfsmittel wie Lupen oder Nahbereichsferngläser, zum Beispiel Pentax Papillo, an, um damit das Totholz abzusuchen. Um sie möglichst formatfüllend zu fotografieren, benötigt man zudem Techniken, um den Abbildungsmaßstab von 1:1 hinter sich zu lassen. Ein normales Makroobjektiv reicht oft nicht. Hier kommen Zwischenringe, Nahlinsen oder auch Lupenobjektive zum Einsatz. Um diese handhaben zu können, benötigt man wiederum stabile Stative und Einstell- oder Makroschlitten. Ohne Fokus-Stacking kann man dann die winzigen Gebilde oft gar nicht scharf einfangen. Ich benutze bei den Winzlingen oft ein Telezoom-Objektiv in Verbindung mit Raynaud-Nahlinsen. In der Regel die stärkeren Varianten DCR-250 und MSN-202. Ich erreiche so Abbildungsmaßstäbe von bis zu 4:1. Ein weiterer Vorteil dieser Kombination ist, dass die förderliche Blende hier zwischen dem 2- und 3-fachen der Offenblende liegt. Bei Blende 11 habe ich also keinen maßgeblichen Einfluss der Beugungsunschärfe und eine erhöhte Schärfentiefe, was bei der Verrechnung im Stack sehr hilfreich ist, um Fehler und Säume zu vermeiden. Dafür muss man mit längeren Belichtungszeiten rechnen, das ist bei den Schleimpilzen eher kein Problem, es sei denn, man will ein frisches Plasmodium fotografieren. Die pulsierenden Bewegungen werden bei langen Belichtungszeiten sichtbar. Man kann so eine Bildserie nicht als Stack verrechnen. Wer das seltene Phänomen, einen Schleimpilz beim Fressen zu beobachten, in freier Natur erleben möchte, der hat dazu in nassen, milden Wintern die beste Chance. Einer der wenigen Schleimpilze, der sich auch einem überirdisch beim Fressen zeigt, ist Batamia utricularis. Der Schleimpilz verfügt über keine Zellwände, die ihn vor Austrocknen schützen. Darum führen die meisten Schleimpilze mit Ausnahme ihrer Ausbildung von Sporenkapseln ein Leben im Verborgenen. Der vorwiegend im Winter aktive Schleimpilz
Batamia utricularis macht eine Ausnahme. Ihn findet man oft auf Oberflächen von Stämmen, alter Buchen oder Eichen. Er folgt dort seiner Beute, den Pilzen. Dabei scheint er eine Vorliebe für bestimmte Pilze zu haben. Eine zuverlässige Methode, den Schleimpilz zu finden, ist es, sich an seiner Beute zu orientieren. Alte Stämme und Äste, auf denen der orange-rote Kammpilz vorkommt, sind sehr oft auch mit dem Schleimpilz besiedelt. Aber auch andere Pilze werden umflossen und verdaut. Die ebenfalls im Winter erscheinenden Seitlinge wie der gelbstielige Muschelseitling oder der Austernseitling werden nicht verschmäht. Es sind oft skurrile Szenen. Auf der rechten Seite sind zwei Bilder, die ich im Abstand von 3 Tagen aufgenommen habe. Zu sehen ist, wie der Schleimpilz Batamia utricularis einen orange-roten Kammpilz frisst. Im oberen Bild ist eine typische Plasmaader zu sehen, mit der die Amöbe zwischen den einzelnen Fraßstellen Kontakt hält. Der Kammpilz wird von oben überflossen. Dabei werden die Bestandteile herausgelöst, die der Schleimpilz als Nahrung benötigt. Der Kammpilz überlebt das nicht. Es bleibt ein glibbriger Rest zurück, der aber nicht mehr weiter wächst. In der unteren Aufnahme ist der Kammpilz aufgefressen und der Schleimpilz macht sich auf die Suche nach neuer Nahrung. Dabei erstreckt er sich über eine große Fläche und sieht ein wenig aus wie eine Wolke. Die Plasmaadern verbinden die Fraßfronten. Stößt er auf weitere Nahrungsquellen, fließt das Plasmodium wieder konzentriert darauf zu. Auch andere Verhaltensweisen lassen sich beobachten. Etwa fällt der Schleimpilz bei einsetzendem Frost oder Trockenheit in eine Starre. Das mit interessanteste Schauspiel ist aber die Ausbildung der Sporenkapseln. Wann der Schleimpilz sich dazu entschließt, von der Nahrung abzulassen und sich auf seinen nächsten Lebenszyklus vorzubereiten, indem er Sporenkapseln ausbildet, kann ich nicht beantworten. Mir ist aus jahrelanger Beobachtung aber aufgefallen, dass eine Wetteränderung den Schleimpilz schlagartig dazu veranlassen kann, sich in Sporenkapseln zu verwandeln, die innerhalb weniger Tage eine für Fotografen besonders interessante Farbveränderung durchmachen, bis sie dann in das Sporenpulver zerfallen. Für etwa einen Tag erstrahlen die Sporenkapseln dabei in einem herrlichen Blauton. Batamia utricularis an seinem Fundort an einem großen alten Buchenstamm. Diesen Stamm habe ich über mehrere Jahre verfolgt. Der Schleimpilz hatte teilweise eine Ausdehnung einer DIN A2 Seite, hat sich immer wieder in Sporenkapseln verwandelt und tauchte dann im nächsten Jahr wieder auf. Rechts eine Detailaufnahme der blauen Kapseln. Einige bräunliche Exemplare dazwischen sind abgestorben, sie werden sich nicht weiterentwickeln. Auch wenn der Schleimpilz von einem starken Frosteinbruch überrascht wird, färbt sich das Plasmodium bräunlich und der Schleimpilz stirbt. Jede dieser Kapseln enthält hunderte Sporen. Aus jeder Spore schlüpft eine einkernige Amöbe. Die Amöben vereinen sich im nächsten Zyklus wieder zu einer vielkernigen Superzelle, hier als Plasmodium bezeichnet. Wie kommt man dazu, Schleimpilze zu fotografieren? Im Herbst 2006 schaue ich nach der Arbeit bei meinen Eltern vorbei. Aufgeregt erzählen sie mir von einem ungewöhnlichen Naturfilm, den sie auf Video aufgenommen haben. Die Rede ist von dem Film, als wären sie nicht von dieser Welt, der unmögliche Lebenswandel der Schleimpilze. Von Karl-Heinz Baumann und Volker Arzt. Es folgt ein Familienabend mit Schleimpilzen. Eher zufällig stoße ich einige Tage später auf der Suche nach herben Zwergknäuelingen im Winter auf den Schleimpilz Batamia utricularis. Und das Interesse ist geweckt. Die Form- und Farbvielfalt der ca. 1000 heimischen Schleimpilze offeriert ein recht einzigartiges, relativ unbekanntes Motiv, mit dem man andere Fotografen überraschen kann. In der Fotocommunity findet sich eine begeisterte Gruppe von Pilzfotografen, die zudem auch mit dem Focus-Stacking an Pilzen experimentieren.
Angestachelt von den Ergebnissen jage ich fortan den Schleimpilzen hinterher und entwickle gleichzeitig meine Technik mit Teleobjektiven und Nahlinsen, mit der ich immerhin Abbildungsmaßstäbe bis 4 zu 1 realisieren kann. Auch mein Vater oben im Bild ist angesteckt von der Faszination über das Motiv und begleitet mich auf zahlreichen Fototouren. Hier bei Detailaufnahmen einer gelben Lohblüte. Den Film, als wären sie nicht von dieser Welt, kann ich jedem Interessierten nur nahelegen. Das Fadenstäubchen, Stemonides spez, zuweilen auch als Pfeifenputzer bezeichnet, bildet eine Gattung im Reich der Schleimpilze. Im Zustand wie hier auf den Bildern ist der Schleimpilz nicht näher bestimmbar. Die Fruchtkörper sind relativ groß und können oft auch auf einem normalen Makroobjektiv formatfüllend abgebildet werden. Sie bestehen aus zylindrischen Sporenkapseln, die oft in großen Gruppen angeordnet sind und jeweils auf einem dunklen, dünnen Beinchen stehen. Der Schleimpilz führt, anders als Batamia utricularis, ein Leben im Verborgenen. Nur zur Ausbildung der Fruchtkörper kommt er aus dem Holz gekrochen. Beim oberen Bild kann man noch nicht einmal ansatzweise sagen, wozu er sich entwickelt. Einen Tag später, rechts, erkennt man das Fadenstäubchen schon. Einige Gruppen von Fadenstäubchen versteckt in einer Spalte im Holz. Eine kleine Schnecke macht sich an dem Schleimpilz zu schaffen. Auch Springschwänze und Schwammkugelkäfer zählen zu den Fressfeinden der Schleimpilze. Die Fadenstäubchen verfärben sich im Laufe des Reifungsprozesses oft von weiß über rosa, dann in allen Rottönen und enden schließlich bei einem dunklen Braun. Diese Verfärbung geschieht so schnell, dass man sie an einem Fototag gut beobachten kann. Einen frischen Schleimpilz, den man morgens gefunden hat, sollte man ruhig am Nachmittag noch einmal besuchen, wenn man die Verwandlung miterleben möchte. Am Ende bleibt vom Fadenstäubchen das übrig, was ihm seinen deutschen Trivialnamen eingebracht hat. Ein fadenförmiges, wolliges Gebilde aus dem staubigen Sporenpulver austritt. Oft findet man nur noch diese ausgereiften Gebilde, weil die Verwandlung des Schleimpilzes sich in 1 bis 2 Tagen vollzieht. Fachleute können jetzt den Schleimpilz anhand der Sporen exakt bestimmen. In frischem Zustand ist es oft sehr schwierig. Die oft in Massen auftretenden Sporenkapseln von Trichia decipiens sind zuweilen ein schwieriges Motiv. Überlappen sich zu viele, stört das beim Stacken. Hier habe ich bewusst nur eine Kapsel in die Schärfeebene genommen. Manchmal lässt sich eine solche Ansicht als Stilmittel einsetzen. Sony Alpha Mittler Obert 60mm 2 zu 1 Makro, Traumflieger, Superstacker, Makroschlitten, Hähne, Capture, Fernauslöser, Taschenlampe mit Diffusor. So sieht ein typisches Setup für manuelles Fokus-Stacking an Schleimpilzen aus. Auf der Oberseite eines feuchten, vermodernden Stammes findet man oft Schleimpilze. Das erleichtert die Arbeitsposition. Trotzdem ist es oft sehr schwierig, in dem Gewusel ein Motiv freizustellen. Man sollte versuchen, das Umfeld freizuräumen oder den Schleimpilz vorsichtig zu bewegen. Das ist allerdings bei den winzigen, filigranen Motiven sehr schwierig. Ganz wichtig ist deshalb eine genaue Suche und Motivauswahl. Finden Sie das einzelne Grüppchen und konzentrieren Sie sich eher auf eine kleine Ansammlung von Kapseln, Lupen und oder ein Pentax Papio Makrofernglas sind ein sinnvolles Zubehör bei den Schleimpilzen, um ein Motiv richtig einschätzen zu können. Tipp: Stellen Sie einzelne Sporenkapseln vor dem Hintergrund frei. Die Welt der Schleimpilze ist sehr vielfältig, auch wenn viele Motive nicht viel größer sind als ein Sandkorn. Über 1000 Arten locken mit einer enormen Fülle an Formen und Farben.
Die alle zu zeigen ist hier unmöglich. Einige Erscheinungsformen habe ich in einer kleinen Collage zusammengefasst. Um Schleimpilze zu fotografieren, ist es unbedingt sinnvoll, den Abbildungsmaßstab von 1:1 hinter sich zu lassen. Dazu gibt es mit Zwischenring und Raynox-Nahlinsen gute und nicht allzu teure Gelegenheiten. Auch Fokus-Stacking ist dann unverzichtbar. Der Aufwand steigt damit zu normalen Makros, aber es erschließt sich einem eine wundersame neue Welt, die einen ohne die Fotografie hier gänzlich verborgen bleibt. Mini-Pilze ist das nächste Kapitel. Das habe ich aufgenommen. In der Mehrzahl der Aufnahmen stammen die Aufnahmen von mir. Und ja, ich habe zum Beispiel Papageigrüne Saftlinge entdeckt, beziehungsweise mit einer Fotogruppe zusammen. Und da haben wir auch schwärzende Saftlinge entdeckt, aber die sind extrem klein und deswegen ist es durchaus eine Herausforderung, sie aufzunehmen. Fokus-Stacking gehört da praktisch zum Repertoire. Man kann das auch anders aufnehmen, aber Fokus-Stacking ist eine gute Methode, um die Schärfentiefe auszudehnen. Und Halsbandschwindlinge sind auch sehr klein und sehr reizvoll oder Zwergastschwindlinge. Da habe ich auch eine Stelle in einem Buchenmischwald, wo ich sie dann regelmäßig finde von Jahr zu Jahr. Und wie man sie sich zum Beispiel an einem Ast auf ein Zweitstativ aufklemmen kann und sie dann in der richtigen Position mit dem richtigen Licht, mit dem richtigen Hintergrund ablichten kann, das ist das nächste Kapitel über Mini-Pilze. Genauer hinschauen. Mini-Pilze. Sie sind vor allem eines, klein und damit zunächst unscheinbar. Mal sitzen sie auf kleinen Aststückchen, auf Blättern, im Gras oder auf Zapfen. Ein Makroobjektiv, gegebenenfalls mit Nahlinsen bestückt, gehört zum fotografischen Pflichtprogramm. Was war das für ein Highlight für unser Pilzfotografentreffen im Harz, als wir die papageigrünen Saftlinge an einer Böschung entdecken. Die sind nicht größer als 2 cm, aber ein optischer Hochgenuss. Fast andächtig verneigen sich die Pilzfotografen an der Böschung, wo wir die papageigrünen Saftlinge entdecken. Hier wird deutlich, wie klein die Vierergruppe wirklich ist. Die Kamera hängt hier in Überkopfstellung. Seitlich leuchtet eine mit Diffusor bestückte LED-Lampe Nightcore P36 das Quartett aus. In Niederbayern oder Österreich gebietsweise auf Rasen bzw. Humus oder Gras, teils häufiger, ansonsten in Deutschland jedoch selten, sind die ebenfalls im Harz bei Bad Sachsa entdeckten schwärzenden Saftlinge. Die dunkeln stark nach, wenn sie angefasst werden, und sind giftig. Sammeln von Saftlingen ist in Deutschland wegen deren Seltenheit verboten. Diese Art ist in der Roten Liste 2 verzeichnet. Extrem selten ist auch der ungenießbare und auf Humus bzw. Erde wachsende orange-braune Risspilz, den ich auf einer moosbewachsenen, eingemauerten Mülltonne entdecke. Der wirkt nicht zuletzt, vor allem auch wegen des Bouquets mit dem unscharfen Haus im Hintergrund, malerisch. Mit F10 und einfachem Moos abgelegt gelangen schon damals im Jahre 2003 mit einer EOS 300D durchaus ansprechende Pilzporträts, manchmal mit wenig Aufwand. Später werde ich informiert, dass russische Kunststudenten das Motiv in der Fotocommunity.de Galerie entdeckt, nahezu 1:1 als Ölgemälde reproduziert hätten. Regelmäßig im Herbst halten wir Ausschau in einem kleinen Laubbuchenwäldchen, um dort an einer speziellen Stelle nach am Boden liegenden Stöckchen Ausschau zu halten, die mit lieblich anmutenden Ästchen-Zwergschwindlingen besetzt sind. Die sind nur ca. 0,5 bis 1 cm groß. Hier nutze ich eine Lumix GX8 mit UHD-Video und drehe während der Videoaufzeichnung am Objektiv, um den Fokus zu verlagern und das Ganze später per Frame-Entnahme zu stacken. Eine Nextosh PA5 sorgt für das Licht. Himmelsleiter oder Stairway to Heaven kommt mir hier als Titel in den Sinn.
So einen frischen und weitgehend intakten Trupp Ästchen, Zwergschwindlinge habe ich ansonsten nur höchst selten gefunden. Auch hier habe ich das Stöckchen in eine Halterung am Zweitstativ eingeklemmt, Taschenlampenhalterung, und lege schräge von oben wie LED-Lampe ein Streiflicht. Nur so kommt ein luftiges Licht in die Kappen. Aufpassen muss man wegen Überstrahlungsgefahr und gegebenenfalls auch Varianten erzeugen, die weniger Licht in die Kappen geben. Später kann man die jeweils intakten Bildbereiche miteinander via Mehrfachbelichtung, siehe Kapitel Techniktricks, fusionieren. Lichttechnisch taste ich mich hier bei den Ästchen-Zwergschwindlingen in den Grenzbereich, denn die hellen pudergezuckerten Kappen neigen sehr schnell zu Überstrahlung, auch die hellen Lamellen und Stiele sind sensibel gegenüber zu viel Licht. Später in der Nachbearbeitung muss man hier partiell abdämpfen und stellenweise maskieren. Hier habe ich die Fotofunktion genutzt und per App G-Simple Release gesteckt. Rückseitiges Licht nehmen auch die Weißfilz-Stummelfüßchen an. Wenn man für die LED-Taschenlampe eine passende rückseitige Position am Ast findet, die eine dezente Durchleuchtung zulässt. Hier habe ich das Licht noch auf die Lamellenoberseite ergänzend fallen lassen, was die Weichheit der Pilzchen unterstützt. Man findet die Stummelfüßchen auf Nadelholzstückchen und dreht am besten auf dem Boden liegende Äste um, um nach ihnen zu schauen. Dann untersucht man am besten mittels Lupe oder Makrofernglas einzelne Pilze bzw. Gruppen, ob sie noch intakt sind. Richtig knuffige Mini-Steinpilze finde ich auf einem Parkplatz im Siedlungsbereich. Die werden wegen mageren Untergrunds, Moos, Gras kaum größer als 5 bis 6 cm, wirken dann aber wie knorrige Veteranen. Hier gleiche ich das Hintergrundlicht mit weichem Licht auf dem Pilz aus, damit er im Bild auch nach vorne kommt. Weitere dieser Parkplatz-Steinpilze stellen wir im Kapitel Glückspilze näher vor. Auf Kiefern oder Fichtenzapfen sprießen manchmal diese kleinen Mäuseschwanzrüblinge. Größer als 1 bis 2 cm sind sie meist nicht. Oft muss man am Boden nach ihnen schauen und sie dann samt Zapfen in Position heben. Am besten so, dass noch der Zapfen mit aufgenommen wird. Dezentes Oberlicht via LED-Lampe und eine leichte Unterperspektive werden ihnen gerecht. Die Schirmchen der Halsbandschwindlinge begeistern mich immer wieder, einfach weil die Lamellenform sich auch auf der Kappenoberseite als Riefen widerspiegelt und so die ausgeprägte Schirmform prägt. Seitliches Gegenlicht via LED-Lampe, falls keine Sonne da ist, gehört zur Pflicht. Auflicht würde die Wirkung nehmen. Olaf hat schlicht ein unglaublich geschultes Auge für Mini-Pilze und so entdeckt er im Sachsenwald auch dieses Quartett Halsbandschwindlinge. Vorsichtig mit Substrat werden sie auf einen Stuppen gehoben, um sie mit leichter Unterperspektive einzufangen. Wann bin ich endlich an der Reihe, sie auch ablichten zu dürfen? Ungeduldig wie ich bin, mache ich einfach schnell einen Freihandstack mit einer Samsung NX1, muss dann wegen hohen ISO-Werts aber Kompromisse eingehen. Wann immer ich die Schwindlinge entdecke, kann ich nicht widerstehen. Hier gefunden in Mecklenburg-Vorpommern und in aller Ruhe beleuchtet und durchgesteckt. Vermutlich orangefuchsige Rauhköpfe entdecke ich im Holmer Sand einer Dünenheidelandschaft. Dieses Duo ist nur ca. 2 cm klein und begeistert durch die glockige Hutform und leuchtende Farben. Weiches seitliches Licht gebe ich hier auf die Pilzchen, um ihren grazilen Charakter zu unterstreichen. Nichtsdestotrotz ist die Pilzart höchst giftig. Im Spessart im Naturschutzgebiet Metzger finden wir viele Pilze, während es Anfang Oktober 2018 in anderen Gebieten wegen Trockenheit diesbezüglich weniger erfreulich aussieht. Am Wegesrand des Parkplatzes stöbere ich im Graben und drehe Zweige und Aststückchen um, bis mir diese Gruppe Spaltblättlinge ins Auge fällt. So frisch und intakt sind sie Pflichtmotiv, dass ich mit dem Zweig in einer Halterung einspanne und abschnittsweise als Makropanorama durchstecke. Gegenlicht macht hier wenig Sinn, da die Blättlinge lichtdicht sind und so nutze ich das natürliche Auflicht im Schatten. Aufpassen muss man jedoch bei den flauschigen hellen Säumen, die schnell zur Überstrahlung neigen und die man gegebenenfalls später abdämpfen sollte. Im Thörenwald entdecke ich auf einem Stuppen herbe Zwergknäulinge. Wie praktisch, dass sie gleich in idealer Fotoposition wachsen. Rückseitig platziere ich ein Zweitstativ mit Taschenlampenhalterung und erzeuge so ein Gegenlicht, denn die Kappen sind halbdurchlässig.
Auf dem Pilzfototreffen im Spessart landet Olaf mit diesem Herken-Zwergneuling einen Volltreffer. Klar, dass er sie durchsteckt und ein dezentes Gegenlicht mitnimmt. Im August streune ich mal wieder suchend durch den Trockenrasen des Wohnsiedlungsparkplatzes und entdecke diese seltenen Zitzen-Haarschwindlinge. Da sie nur ca. 1 bis 1,5 cm kleinen Pilze noch frisch und intakt sind, werden sie umgehend illuminiert und durchgesteckt. Eigentlich überall kann man gelegentlich auf abgestorbenem Nadelholz solche nicht essbaren Nitrathämmlinge entdecken. Seinerzeit finde ich sie bei mir im Westen Hamburgs im Klöbensteen am Straßenrand und da ich die Kameraausrüstung dabei habe, lege ich los. Hier lichte ich die Nitrathämmlinge mit Hilfe von 2 warmtönigen LED-Taschenlampen ab. Dabei wird direkt hinter die Pilze ein Lichtkegel gelegt, der die Lamellen von hinten schön umspielt. Ein dezentes Auflicht lege ich noch mit einer weiteren Lampe. Auf dem Pilzfototreffen im Harz entdeckt unsere Gruppe im September 2015 einen Holzstamm mit den attraktiven Orange-Seitlingen. Ich nutze später einen Ausschnitt und bin froh, mit 50 Megapixel abgelichtet zu haben. Drei Mini-Pilze aus dem brasilianischen Dschungel möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Den weißen Astschwindling auf dieser Seite habe ich mit F32 und einer EOS 5D Mark I 2006 abgelichtet. Seinerzeit war mir noch unklar, dass man mit einer Schärfenreihe die Schärfentiefe hätte besser optimieren können. So reicht die Schärfe zwar ausreichend in die Tiefe, aber die Detailschärfe leidet leider wegen Beugungsunschärfen schon spürbar. Dennoch eine lohnenswerte Impression. Bei diesen Schwindlingen bin ich mit F20 etwas moderater vorgegangen und nutze einen Ausschnitt 1635x1288 Pixel, der seine Grenzen hinsichtlich des Größendruckformats hat. Auch hier nutze ich bei den Blattschwindlingen einen Ausschnitt 1500x1525 Pixel, was den Vorteil einer Ausdehnung der Schärfentiefe mitbringt. Das seitliche Licht habe ich per LED-Taschenlampe gelegt. Nicht ganz einfach, mangels Zweitstativ und Klemmhalterung ist die Platzierung des Blattes, wo ich einige Zeit nach 2 passenden Steinen suche und die zunehmend unkomfortabel am Boden das Blatt fixieren. Kuriositäten und Kabinettstückchen gibt's auch bei Pilzmotiven, zum Beispiel Pilz auf Pilz. Ein kleiner Mini-Pilz wächst auf der Kappe eines anderen Pilzes. Sowas habe ich ab und zu mal entdeckt im Wald und hab's dann natürlich abgelichtet und eingefangen. Und oder ein Doppeldecker, den Olaf als Leberreischling entdeckt hat. Oder auch in Venezuela. Zerfließende Porlinge oder Äste stemmende Pilze und allerlei Kuriositäten und Kabinettstückchen haben wir entdeckt und die wollen wir Ihnen hier nicht vorenthalten. Kuriositäten und Kabinettstückchen. Als wären sie nicht schon seltsam genug. Pilze können noch mehr und zeigen sich manchmal exotisch oder gar absurd. Leberreischling entdeckt und fotografiert hat die Merkwürdigkeit Olaf. Zugegeben, Baumpilze sind nicht unbedingt meine fotografische Leidenschaft. Die meist mehrjährigen Kollegen im Wald sind halt sehr gemütlich und eigentlich immer da. Also fast schon zu gewöhnlich für ein Foto. Aber manchmal fallen sie doch so sehr aus der Reihe, dass man sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen möchte. Olaf etwa entdeckte den obigen Leberreischling, der den doppelten Rittmeister spielt. In Venezuela machten wir an der Autoraststätte Rast und legen eine kleine Makrofotosession ein, als ich den auf der rechten Seite gezeigten gelben Porling entdecke, der förmlich vom Kopf her herunterfließt. Gleich nebenan staune ich über einen Ritterling, der einen Stamm zu stemmen scheint. Ob er ihn hochgehievt hat oder nur in die
Lücke gewachsen ist, bleibt offen. Ein Pilz, der auf einem anderen Pilz wächst, begegnet uns auch nicht alle Tage im Wald. Und wenn, dann gehört ein Foto zum Pflichtprogramm. Zugegeben, wenn es Schmarotzerröhrlinge, sie unten sind, dann sind sie zwar nicht gerade häufig, aber die finden wir durchaus zuverlässig immer wieder mal an dickschaligen Kartoffelbovisten. Und essbar sind erstere sogar, während man von den Bovisten die Finger lassen sollte. Aber wenn kleine Mini-Pilze munter auf einer Kappe sitzen und es sich nicht gerade um Schimmelpilze handelt, dann ist das schon ein echter Hingucker, wie ihn Olaf entdeckt und abgelichtet hat. Siehe rechts oben. Pilz auf Pilz ist ein seltenes Highlight, aber manchmal ist auch eine innige Seitenverbindung durchaus skurril und etwas häufiger, wenn tatsächlich auch ziemlich selten anzutreffen. Schmarotzerröhrling auf Kartoffelbovist. Zwitterlinge auf schwärzenden Täublingen, auch von Olaf entdeckt und fotografiert. Sumpftäublinge, deren Kappen miteinander verwachsen sind. Gruppenporträt. Ja, wie geht ein Porträtfotograf vor, wenn er zum Beispiel eine Schülergruppe fotografiert? Er achtet darauf, dass er kein Gegenlicht hat, dass die Gruppe zusammen dasteht, die Größeren stehen hinten, die Kleineren hocken sich vorne hin, das Umfeld kriegt noch ein bisschen Platz, die Sonne, wenn sie scheint, kommt von hinten und nicht von vorne. Und das sind so ja die wichtigsten Punkte, die man auch bei Pilzgruppen anwenden sollte. Wenn Sie eine Pilzgruppe als Ganzes erfassen können, dann beachten Sie diese Tipps, die ein Porträtfotograf auch anwenden würde, aber Sie können natürlich Pilzgruppen nicht immer als Ganzes erfassen. Wie sollten Sie da vorgehen? Welche Arten von Pilzgruppen gibt es eigentlich? Und ja, das ist das Thema hier in diesem Kapitel Gruppenporträt. Unter einen Hut bringen, Gruppenporträts. Pilze treten einzeln oder in Gruppen auf. Letztere sind manchmal riesig, entsprechend groß kann die fotografische Herausforderung sein. Oft stellt sich die Frage, Details isolieren, anschneiden oder eine Gruppe als Ganzes erfassen. Samtfußrüblinge, die gerne auch in größeren Gruppen auftreten und die sich hier gut in ihrer Gesamtheit erfassen lassen. Die auf der vorhergehenden Doppelseite gezeigten Mürblinge entdecke ich in Vorgärten im Osten Hamburgs im Herbst 2003. Es ist eine so große Ansammlung, dass selbst das Weitwinkelobjektiv nicht alle zusammen erfassen kann. Eine derart große Ansammlung habe ich nie wieder entdeckt und seinerzeit mache ich mir auch keine weiteren Gedanken, wie ich eine solch große Gruppe optimiert darstellen könnte. Gruppenporträts kennt man zum Beispiel aus Schulzeiten, wo Klassenfotos teils üblich sind. Der Fotograf geht dabei klassisch vor und ruft die Gruppe zusammen. Drumherum wird noch etwas Platz gelassen und es wird darauf geachtet, dass die Schulklasse nicht im Gegenlicht steht, sondern gegebenenfalls das Sonnenlicht frontal einfällt. Pilzgruppen kann man zwar zusammenrufen, doch sie hören leider nicht. Und jetzt stellt sich das Problem, ob man sie als Einheit erfassen kann. Verzichtet man drauf und wird zu einem Ausschnitt genötigt, versammelt sich auch nicht die volle Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Motiv. Eine in sich geschlossene Ansammlung wirkt nicht nur harmonischer, sondern hält auch die Gedanken des Bildbetrachters beieinander. Aber selbst wenn Sie eine Großgruppe erfassen können, bleibt die Frage, ob es Sinn macht. Beispielsweise habe ich immer wieder Großansammlungen Riesenporlinge um Baumstümpfe herum entdeckt, die sich im Bild verlieren und die sich auch lichttechnisch kaum überzeugend in Szene setzen lassen. Mittlerweile ignoriere ich sie lieber. Bei Gruppen geht es oft um die Suche nach Einheiten und der Ausschau, wo Grenzverläufe zu finden sind. Kleingruppen lassen sich isolieren und so überzeugend im Bild darstellen. Lässt sich bei größeren Gruppen keine Grenze erkennen, kann man einen Kompromiss eingehen und notgedrungen einen Ausschnitt hinnehmen oder man erzeugt künstliche Grenzen. Man entfernt also im Randbereich Exemplare, sodass im Inneren eine
Gruppierung verbleibt. Ist man mit mehreren Pilzfotografen unterwegs, kann das für die Nachfolgenden frustrierend sein, wenn sie ein gerupftes Feld übernehmen sollen. Aber auch für einen selbst kann es unangenehme Folgen haben, sobald man nämlich plötzlich neue Konstellationen erkennt, die man sich jedoch vorschnell gerade auseinandergerupft hat. Um beiden Nachteilen aus dem Wege zu gehen, vermeide ich, wenn möglich, vor Ort Eingriffe bzw. versuche sie auf ein Minimum zu reduzieren. Auch wenn ich durchaus gelegentlich das eine oder andere Störelement vor Ort entferne, berücksichtige ich schon gedanklich die spätere Retuschemöglichkeit, denn lieber halte ich anderen und mir vor Ort alle Möglichkeiten offen und stemple später etwas in der Bildbearbeitung weg bzw. nutze unter Photoshop gerne den Bereichsreparaturpinsel, kurz das CJ. Es kommt auch vor, dass ich eine große Pilzgruppe komplett scanne, um mir später alle Optionen offen zu halten, wenn ich etwa daheim am Computer erst Konstellationen und harmonische Subgruppen oder Einzelpilze separieren möchte. Dann wird genügend Auflösung für die Bildbereiche benötigt. Man kann sich mit der Panoramatechnik behelfen und die Gruppe abschnittsweise erfassen. Gesäte Tintlinge, die teils massenhaft an Stümpfen bzw. im Wurzelbereich umgestürzter Laubbäume zu finden sind. Hier habe ich der Größe der Gruppe wegen einen Ausschnitt nicht vermeiden können. Eine Gruppe als Ganzes mit durchgehender Schärfe abbilden oder doch lieber einen Vorreiter herausgreifen? Hier entscheide ich mich bei den Gifthäuptlingen für letztere Variante, was dem Bild mehr Dynamik vermittelt. Eine tiefe Kameraposition und reichhaltig bestückter Ast mit Gifthäuptlingen sind die Zutaten für das oben gezeigte Gruppenporträt. Raumtiefe lässt sich durch aufgestaffelte Pilze gut via eine nah ans Motiv herangerückte Weitwinkeloptik darstellen. Stummelfüßchen, die einen Ast komplett besiedeln und wo ich ihn vollständig durchstecke und in Abschnitten als Panorama erfasse. Später kann man so noch Einzelgruppen herausheben oder das Gesamtbild in riesiger Größe ausdrucken. Gerade bei Gruppen von Kleinpilzen wie etwa den oben gezeigten Stummelfüßchen kombiniere ich dann Fokus-Stacks mit der Panoramatechnik, wo entweder ein Makro-Kreuzschlitten seitlich quer verschoben oder, soweit ein Ast in eine Halterung eingeklemmt wurde, das haltende Zweistativ stückweise seitlich versetzt wird. Verbindende Elemente wie zusammenstehende Köpfe oder Spinnweben, die Pilze miteinander verknüpfen, können das gewisse Extra ausmachen, die eine Aufnahme erst rechtfertigen, wenn die Pilze selbst vielleicht nicht genügend Besonderheiten aufweisen. Mit Gruppen lässt sich auch Raumtiefe schön darstellen, wenn man zum Beispiel einen Stamm entlang etwa Knoblauchschwindlinge in die Tiefe gehend ablichtet. Hier setze ich dann gerne ein Weitwinkelobjektiv ein. Hier kann man regelmäßig auch ohne Hilfsmittel aufgrund geringer Mindestdistanz nah ans Motiv heranrücken und betont so den ersten Pilz, während die hinteren in der Tiefe deutlich kleiner dargestellt werden, was die räumliche Darstellung verstärkt. So oder so sind vor allem bei Großgruppen die lichttechnischen Herausforderungen hoch. Dicht aufgerückt mit einer Olympus OMD EM1 Mark II und 12 bis 100 mm Superzoom in Weitwinkelstellung schaut die Kamera den Stamm entlang, um die oben gezeigte Gruppe Knoblauchschwindlinge zu erfassen. Flächig verteilte Gruppen großer Bluthelmlinge, die vor allem im Schattenbereich eine gute Portion Aufhellung benötigen, um sich gegen das dunkle Holz abzusetzen. Aufnahme aus dem Rosengarten südlich von Hamburg. Im Naturschutzgebiet Metzger-Spessart entdecke ich im Laub ausgedehnte Gruppen der spitzschuppigen Schirmlinge. Eine echte Herausforderung, hier eine Teilgruppe wirkungsvoll in Szene zu setzen, ohne das gesamte Umfeld aufzuräumen. Drei büschelige Gruppen Nitrathämmlinge aus dem Spessart Naturschutzgebiet Metzger in ihrer Gesamtheit beeindrucken. Entscheidend ist eine ausgewogene, breitflächige Aufhellung der Unterkappen, was hier via eine in einen Softbox-Bouncer gehaltene LED-Lampe durchgeführt wurde.
Abweichend von der sonst meist erwünschten leichten Unterkappenperspektive wurde hier bei den Tintlingen eine leichte Draufsicht bevorzugt, um die Lehrer-Schüler-Konstellation als Gruppenbeziehung zu verdeutlichen. Der ergänzende tiefe Blick in den Wald rechtfertigt die Variante. Pilzgruppen auf Stuppen lassen sich meist perfekt belichten. Hier nutze ich an zwei auslegerarmen montierte LED-Lampen, um im Schnee eingebettete Schwefelköpfe zu belichten. 3:1 Konstellationen sind ein Klassiker, um Vierersymmetrien einer Pilzgruppe aufzubrechen. Ein subtiler Schwerpunkt liegt hier beim zwar etwas versteckten, aber den Aufbau komplettierenden kleinen Fliegenpilz, der zudem im goldenen Schnitt liegt. Spätere Gruppenaufteilungen lassen sich am besten bei hoher Bildauflösung durchführen, daher scanne ich gerne Pilzgruppen und erfasse sie als Makropanorama, wie zum Beispiel solche Ästchen mit Bewuchs von Stummelfüßchen. Weitere Hinweise zur Panoramatechnik finden Sie im Kapitel Techniktricks. Die Kelche des Waldes. Kelche des Waldes ist das nächste Kapitel. Da hat sich im Wesentlichen Olaf drum gekümmert und hat verschiedene Kelche eingefangen, unter anderem Grünspan, Becherlinge und Orangebecherlinge. Und da gibt es sehr spannende Motive zu entdecken. Kelche einzufangen ist eine Herausforderung. Oft sind sie sehr klein, nicht immer, aber sehr oft. Und da haben sie eben entsprechende Herausforderungen. Und das Kapitel ist also das Thema, was Olaf bearbeitet hat, Kelche des Waldes. Becherlinge, die Kelche des Waldes. Becherlinge und Lorcheln sind eng verwandt. Selten findet man auch solch eine Becherlingslorchel, Helvelia spez, die sich nur mikroskopisch genau bestimmen lässt. Becherlinge finden sich oft auf sehr alten und stark verrottetem Totholz. Der Buchenwaldbecherling zersetzt in diesem Bild einen sehr alten liegenden Stamm einer Rotbuche. Auch auf Holzstreu findet er sich oder auf Sägeplätzen. Im Fachjargon werden sie deshalb als Folgezersetzer oder Saprophyten bezeichnet. Die Becher sind oft durchscheinend und eignen sich für den Einsatz von LED-Taschenlampen und Reflektoren, um sie gezielt zum Leuchten zu bringen. Ob ein dezenter Schimmer, der dem Betrachter völlig natürlich vorkommt, oder ein kräftiges Leuchten, wie auf der Titelseite, Lichtgestaltung lohnt sich immer. Pilze wie der kleinsporige Grünspanbecherling sind ebenfalls ein farbenfrohes Motiv. Sie sind aber anders als die Orangebecherlinge sehr klein. Man findet sie auf Eichenholz an feuchten Standorten wie Bächen und Gräben. Auch wenn sie unauffällig sind, der Pilz färbt den Ast oder Stamm oft komplett blau. Ein guter Tipp ist also, entlang eines Baches nach blauem Eichenholz Ausschau zu halten. Die auffälligen Orangebecherlinge sind ein Pionierpilz. Oft findet man sie in Treckerspuren der Waldarbeiter oder an und auf neu angelegten Wegen. Sie werden teilweise handgroß, aber auch die noch jungen, wenige Millimeter großen Exemplare sind oft ein gutes Motiv. Darum muss man bei den Becherlingen auf alle Größen vorbereitet sein. Einige winzige Becherlinge wie die Eichenfruchtschalenbecherlinge sind nahrungstechnisch sehr spezialisiert. Sie wachsen zum Beispiel nur in alten Fruchtschalen von einigen Bäumen. Den Fruchtschalenbecherling findet man meist auf den Fruchthüllen von Eichen, selten auch von Buchen, Hainbuchen oder Hasel. Auch die Erlenkätzchen, Strombecherlinge sind hochspezialisiert. Man findet sie im Winter und Frühjahr auf den Erlenblüten vom Vorjahr. Die Erle ist eine der ersten Bäume, die im Jahr blüht. Die Sporen können so die frisch gefallenen männlichen Blüten besiedeln, um dann im nächsten Frühjahr wieder kleine Becher auszubilden. Diese winzigen Motive wollen gezielt gesucht werden. Man muss sich an den Baumarten und an der Jahreszeit orientieren.
und auch schon einmal viele Blätter umdrehen, bis man sie findet. Fotografisch sind Fokus-Stacking und Techniken wie Zwischenring und Nahlinsen zu empfehlen, wie bei allen sehr kleinen Pilzmotiven. Die gestreiften Teuerlinge wachsen oft gesellig in Gruppen. Auf dem Bild sieht man die verschiedenen Stadien. Die jungen Fruchtkörper sind sehr unscheinbare, filzig-braune Stummel. Wenn sie reifen, verschwindet die weiße Schutzhaut und die linsenförmigen Peridiolen werden sichtbar. Die Sporen entwickeln sich in den Peridiolen. Wie sie verbreitet werden, dazu gibt es mehrere Thesen. Es wird angenommen, dass Regentropfen die Peridiolen aus den Becherlingen schleudern, aber auch eine weitere Verbreitung durch Wildtiere scheint plausibel. Die Teuerlinge verdanken ihren Namen der Ähnlichkeit zu einem Geldbeutel, wie man ihn früher für Münzen verwendet hat. Der gestreifte Teuerling gehört nicht zu den Becherlingen, wohl aber zu den schönsten Bechermotiven. Die ganz jungen Fruchtkörper des Tiegelteuerlings sehen aus wie kleine Polsterhocker. Ausgereift rechts sind sie kaum wiederzuerkennen. Teuerlinge sind Folgezersetzer. Hier finden wir sie auf einem Holzsägeplatz. Die Holzstückchen und Sägespäne sind für solche Pilze ein perfekter Nährboden. Während Stefan hier mit aufwendiger Lichtinstallation und Tabletsteuerung arbeitet, stacke ich manuell durch Fokussieren am Objektiv. Wir vergleichen später die Methoden für unsere Reportagen in der Traumflieger-Makrowelt. Das Fokus-Stacking ist bei Pilzmotiven unser Mittel der Wahl, weil wir eine beliebige Schärfentiefe mit einer optimalen Blende kombinieren können. Danksagung. Dass es dieses Buch gibt, ist nicht selbstverständlich. Ich danke an dieser Stelle meiner Lebensretterin Charlene Almond aus South Carolina, meinen Eltern Brigitte und Dieter Grasmann, den Freunden, die mich durch die größte Krise meines Lebens begleitet haben, den Pilzfotografen, sie wissen, wer damit gemeint ist, und auch ganz besonders dem leider verstorbenen Frank Moser, der in der Pilzfotografie ein Mentor für mich war, Olaf Grasmann. Ohne Julien säße ich wohl noch am Schreibtisch der Steuerberatungskanzlei und alltäglicher Papierkram wäre Zentrum meines Lebensinhalts. Als sie mich traf und ich erzählte, ich wäre kaufmännischer Angestellter, schüttelte sie nur energisch mit dem Kopf. Das war für mich Anlass für eine komplette berufliche Neuorientierung und daraus ist nicht nur Traumflieger.de, zahlreiche Kamerahandbücher, die Traumflieger Makrowelt, sondern auch die Leidenschaft für die Pilzfotografie und dieses Buch entstanden. Und mit meinem Co-Autoren Olaf durch die Wälder zu streifen ist seitdem ein für mich unverzichtbares Naturvergnügen. Stefan Groß. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Buch gefallen. Pilze als Kunstwerk haben wir noch als Hardcover-Buch. 44,95, 292 Seiten, herausragende Druckqualität mit herausragenden Fotos, wie ich finde. Die haben wir Ihnen ja gezeigt, die Bilder. Und das haben wir aber neu aufgelegt als PDF, als E-Book. Nicht 44,95, sondern ein Drittel günstiger für 29,95 können Sie an allen gängigen Geräten nutzen. Können Sie auch also sich einzoomen und so weiter. Am iPad zum Beispiel, am PC, am Notebook, wo immer Sie wollen. Das ist natürlich der große Vorteil. Sie können das also besser transportieren als so ein Buch. Aber das Buch hat natürlich auch seine Vorteile. Wenn Sie etwas Physisches in der Hand halten möchten, dann können Sie noch eines der letzten Bücher vielleicht ergattern. Wir hatten vor kurzem noch 40 Stück auf Lager. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt noch sind, aber einige sind sicherlich noch auf Lager. Und schlagen Sie zu, falls das für Sie von Interesse ist. Aber das PDF, das E-Book, das kriegen Sie natürlich praktisch unbegrenzt für deutlich günstiger 29,95. Und ja, ich möchte auch noch mal kurz auf unsere aktuellen LED-Lampen hinweisen, vor allem auf die ASB Mini. Die ist sehr lichtstark, hat einen sehr, sehr hohen CRI-Wert von 98. Also der Color Rendering Index ist extrem hoch.
Sie hat einen Akku, der ist direkt ladbar über ein USB-Kabel. Direkt im Akku ist eine kleine Buchse, einstecken und direkt aufladen. Und die haben wir sehr, sehr günstig gemacht zu unserem Einkaufspreis. Die hat mal 79,95 gekostet und die haben wir für 54,95 im Angebot. Also extrem günstig, die Acebeam E70 Mini. Schlagen Sie zu, solange noch welche da sind. Also das ist nochmal das Angebot zum super Sonderpreis hier als extra. Falls Sie sich dafür interessieren und als Pilzfotograf ist das durchaus sinnvoll, so eine kleine LED-Lampe mit dabei zu haben. So viel im Moment zum Buch Pilze als Kunstwerk finden und fotografieren. Und ja, ich hoffe, Sie nutzen die Zeit mit Ihrer Kamera und gehen auch mal vor Ort in den Wald. Jetzt haben wir schon Ende Oktober, Anfang November. Da haben wir immer noch Pilze, auch noch die Pilzhauptzeit, aber die lässt natürlich irgendwann nach und dann kommen wir so langsam in den Winter rein. Aber das Thema Winterpilze habe ich ja auch besprochen. Also auch im Winter finden Sie Pilze an geeigneten Positionen und da wünsche ich Ihnen viel Freude und viel Spaß. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Fotografieren und hoffe, dass Sie die eine oder andere Anregung haben mitnehmen können. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.